ist einfach geil, macht einfach Spaß. Einfach geil, macht einfach Spaß. Genau so könnte man das Wochenende vom FCK zusammenfassen. 3-0 Heimsieg gegen TSV Havelse, dazu über 20.000 Fans im Stadion und Braunschweig verliert gegen Saarbrücken. Es läuft einfach. Wir haben sehr viel vor heute, deswegen gehen wir direkt rein. Dein FCK, Folge 24. Servus Leute, ein rundum gelungenes Fußballwochenende liegt hinter uns. Der FCK gewinnt zu Hause souverän gegen Havelse. Dazu knapp über 20.000 Fans im Stadion, die endlich wieder richtige Fußballatmosphäre aufkommen lassen. Dieses Stadion, diese Fans, dieser Club, ja, das ist schon was Besonderes. Das ist einfach krank, was für eine Kulisse das ist. Auch der erkrankte FCK-Kapitän Jörg Zimmer wollte sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Ich wache am Spieltag genauso angespannt auf, wie wenn ich spiele. Nur weiß man halt nicht, was passiert und man kann es eben nicht bewegen und das ist nicht beeinflusst. Und das ist halt zum Teil sehr, sehr schwer, aber im Stadion noch angenehmer als zu Hause auf der Couch. Gerade in den ersten Minuten des Spiels hat er auch allen Grund dazu, angespannt zu sein. Zunächst blockt Kraus den Schuss von Pivanetz in allerhöchster Not. Dann hält Raab stark nach dem Fehler von Winkler. Ich glaube, wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht, auch in der ersten Halbzeit. Können wir froh sein, dass wir nicht einen kriegen. Die Anfangsphase haben wir, glaube ich, ein bisschen zu viel zugelassen. Da hatte Havelse, glaube ich, zwei gute Möglichkeiten. Wenn es da etwas unglücklich läuft für den FCK, liegst du nach 10 Minuten mit 2-0 in Rückstand. Aber danach kam der FCK-Zug ins Rollen. Zucki bringt die Ecke, die erst von Winkler, dann von Hercher verlängert wird. Beuth geht goldrichtig und macht das hochverdiente 1-0 für den FCK. Terrence braucht nicht viel laufen, braucht eigentlich nur vorne sich im 16er aufzuhalten und eine Standardsituation zu nutzen. Das hat er ja gemacht. Wie nüchtern kann man das Tor und die Aufgabe von Terrence Beuth beschreiben? Marco Antwerpen, ja, einen kleinen Schönheitsfehler hatte das Tor allerdings doch. Hecke ist hier klar mit der Hand am Ball. Das heißt, der Treffer hätte so nicht zählen dürfen. Es tut mir auch leid, hat mich auch gerade beim Schiri entschuldigt, weil da war einfach die Hand mit dem Spiel. So fair muss ich sein. Und auch Schiedsrichter Patrick Ittrich hat sich nach dem Spiel via Social Media zu dem Vorfall geäußert. Wirklich starke Aktion von Patrick Ittrich. Hätte natürlich nicht passieren dürfen, aber wir machen nun mal alle Fehler. So Leute, ich könnte mich jetzt ganz einfach hier hinstellen, wie jede Woche, und Matteo Raab feiern. Ja, er hat überragend gehalten. Ja, er hat wieder kein Gegentor bekommen. Ja, er ist ein absolut souveräner Rückhalt für den FCK. Aber mich nervt es langsam, hier jede Woche das Gleiche zu erzählen. Sprechen wir diese Woche doch einfach mal über Marlon Ritter. Ist einfach geil, macht einfach Spaß. Macht einfach richtig Spaß, ihm momentan beim Kicken zuzuschauen. Er ist ein absoluter Garant für den Erfolg des FCK. Aber was rede ich da eigentlich? Schaut einfach selbst. Ich glaube, spätestens nach dem Sprint von Marlon, der 50-Meter-Sprint, da war ich mir ziemlich sicher, dass wir heute wieder das Tor verteidigen wollen, zu Null spielen wollen. Was für ein geiles Tackling von Ritter. Da bekommt doch jeder FCK-Fan Gänsehaut, wenn er diese Emotionen sieht. Auch das 2-0 von Hecke leitet Ritter mit ein. Treibt den Ball stark nach vorne. Hecke und Mike Wunderlich spielen es wirklich gut aus. Und es steht 2-0 für den FCK. Vor dem Spiel haben mich ein paar Jungs, auch der Trainer, darauf angesprochen, dass ich jetzt ein paar Spiele nicht getroffen hätte. Was los ist, dann sage ich immer, ja, ich bin Verteidiger, aber natürlich will ich auch Tore schießen. So einfach kann es gehen. Da muss man ihn vor dem Spiel einfach ein bisschen anstacheln und direkt trifft er wieder. Ist einfach geil, macht einfach Spaß. Wirklich Spaß gemacht hat auch das Spiel von Marlon Ritter. Das 3-0 macht er dann einfach selbst.
was Marlon am Ball kann, das ist überragend und da hilft er uns einfach auch. Wie er Situationen löst auf der 6, das ist einfach geil und macht einfach sehr, sehr viel Spaß mit ihm zu spielen. Und am Ende habe ich gesehen auch, dass er mitläuft, wollte den Ball dann scharf aufs Tor bringen. Und dann ja, mit seiner Qualität kann er den Ball dann mit seinem rechten Fuß super reinmachen. Der nächste Wahnsinnssprint von Marlon Ritter über das gesamte Feld. Man merkt einfach, dass er diese Saison zu 100% körperlich fit ist. Ich glaube schon, dass da ein, zwei Kilo weniger drauf sind. Ja, ob es jetzt daran liegt, dass ich jetzt diese Saison besser spiele als letzte Saison, das weiß ich jetzt nicht. Ist auch vollkommen egal. Hauptsache, du kriegst genauso weiter wie in den letzten Monaten. Schreibt uns doch einfach mal eure Meinung hier unten in die Kommentare. Wer war für euch Spieler des Spiels? War es Raab? War es Ritter? War es doch Hecke oder jemand ganz anderes? Das ist eine gute Frage. Danke, Terence. An so einem gelungenen Tag muss man sich einfach lieb haben, auch wenn man nicht ganz damit zufrieden ist, dass man ausgewechselt wird. War ich auch erst überrascht, aber hat der Coach auch gesagt, kommt jetzt gerade von der Corona-Pause, kann man verstehen. Da scheint Marco Antwerpen ja zum Glück genau die richtigen Worte gefunden zu haben. Es scheint einfach alles zu stimmen momentan in dieser Truppe. Ich will ja jetzt kein Spielverderber sein, aber einen kleinen Kritikpunkt habe ich dann doch noch gefunden. Die Chancenverwertung muss einfach noch besser werden. Klar, das ist Meckern auf absolut hohem Niveau. Aber am Ende des Tages kann es natürlich auch auf das Torverhältnis ankommen. Nichtsdestotrotz war dieses Spiel schön, einfach nur schön. Ist einfach geil, macht einfach Spaß. Es hoffen natürlich auch alle FCK-Fans, dass es genau so weitergeht. Jetzt haben wir noch 8 Spiele, hoffentlich. Und ja, wie gesagt, genauso konsequent weiter die Siege einfahren. Genauso konsequent, wie der FCK seine Siege einfahren will, solltet ihr weiterhin dein FCK verfolgen. Dazu abonniert unseren Kanal, lasst uns gerne ein Like da, weil dann werdet ihr keine Folge mehr von deinem FCK verpassen. Heute werde ich mich mal genau so verabschieden, wie die FCK-Fans den TSV Havelse verabschiedet haben. Schönen Gruß und auf Wiedersehen.